So, liebe Leute, ich mache direkt mal noch eine zweite Runde. Ich will nämlich ein bisschen das Event nutzen. Deswegen machen wir jetzt eine Runde 110er. Heute kommt mal der große Digge dran. Der große Digger. Ja, die wäre direkt im Stufe 10 Gefecht. Irgendwie mag mich das Matchmaking gerade nie. Übrigens, falls ihr euch fragt, ich hatte auch bis vor kurzem noch eine Mod drin, die der Crew eigene Sounds gibt, und zwar waren das Bud Spencer und Terence Hill Zitate. War sehr amüsant, müsst ihr euch mal anschauen. Ich weiß, ist die auch in dem Modpack, was ich benutze? Ich benutze hier von Ode Mortis, den Modpack-Installer. Und da ist dann auch sowas wie zum Beispiel links, was ihr jetzt gerade seht, dass die Befehle anders eingefärbt werden, wenn es Los irgendwelche geht's! Chat-Befehle oder sowas sind. Solche Sachen da drin. Beziehungsweise halt mein Crosshair-Mod ist dort auch mit drüber installiert. Oder halt irgendwelche Sound-Mods und so. Also die haben eine sehr umfangreiche Sammlung da immer. Und halten das auch sehr, sehr aktuell. Es gibt eine Achterarty, die wird sich freuen, wenn ich hier draußen stehen bleibe. Wahrscheinlich. Ich bin schon mal gespottet. Nicht so geil. Ja. Da war die Kette geil. Der hat dadurch ordentlich gefressen, dass er eine Kette von mir gezogen gekriegt hat. Was macht denn unser Carnarvon dort? Bescheuert? Objekt ist dort irgendwie gedeckt. Das ist so flach, ey, das ist echt übel. Ja, könnte lieber auf den gehen. Oh, oder auch nee. Au, 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 au. Fuck, 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 fuck. Das ist der Waffenträger auf E100. Der hat aber noch einen Schuss. Ja, der hat noch einen Schuss. Au, ey, dass da sogar ein Bouncer dabei war, ist schon ein Wunder. Aber der Waffenträger auf E100 macht da gerade alles durch. Fuck! Was der dort vorfährt, einmal an der Seite reinholzt. Au! Deswegen mag ich 110er-Gefechte nicht. Quatsch, 110er. 10er-Gefechte nicht. Die 110er-Gefechte mag ich sehr wohl, aber die 10er. Das läuft irgendwie gerade nicht so geil. Oh, wir haben sogar mit dem Sherman gewonnen. Hätte ich nicht gedacht. Das von der letzten Folge. Ich habe sogar mal ein größeres W8, da seht ihr schon. Das sind sogar die Gesamtauswertung, Teamauswertung. Yay, Platz 1. Sogar noch 600 Schaden ermöglicht. Also, wie gesagt, das war meine Aufklärungsarbeit und so weiter. Die sind echt noch gestorben. Woran ist denn der T14 gestorben? Eine Grille wahrscheinlich dann oder sowas. Ah, der Krieger, ey. Hab ich ihm noch geschenkt. Fuck. Ja, was nehmen wir denn jetzt mal als nächstes? Als nächstes. Dann komm, mach mal nochmal ein bisschen. Nehmen wir mal hier was anderes. Hier, ein bisschen Panzerjäger-Action. Wobei, das könnte jetzt noch langweiliger werden. Mal sehen. Also, mit dem muss ich ja geduldig sein. Das Ding hat quasi. Ach, eine Arty-Kanone. Und ich komme schon wieder als niedrigstes Tier rein. Tier. Als niedrigste Stufe. Na geil. Aber der T25 AT hat genauso viel Spaß wie ich. Tendenziell sogar weniger, weil. Ich habe ja meine Explosiv-Ammo. Ich mache immer Schaden, wenn ich treffe. Dafür ist mein Kaliber groß genug. Wenn ich es mal anguckt hier. Wie gesagt, es ist, glaube ich, eine Arty-Kanone, die sie da drauf geschraubt haben, einfach mal. Allerdings, wo gehe ich denn jetzt hin? Da vorne ist die typische Tank-Destroyer-Position, aber da werden die Neuner wahrscheinlich lieber hingehen. Bin jetzt auch nicht so ein Tank Destroyer, der unbedingt frontal dort irgendwas wegtanken will. Gibt bloß einen Jagdpanther hin bis jetzt. STR-1, das ist der Achter von den Japanern. T-34.
Wenn sowas gespottet werden würde, wäre es natürlich jetzt geil, aber ich vermute mal, das wird nicht passieren. Ja, toll, T69 fährst vor und schreist dann Hilfe. Wie ich solche Leute liebe. Liebe, liebe, liebe. Aber ich glaube, wenn ich hier vorfahre, bin ich gespottet. Ja, ich werde gespottet. Ja, der Ball mit Gold übrigens. Das ist ja der jetzt links unten, dass der mit Heat-Munition schießt. Umlokalisieren. 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 Damit er mir nicht nochmal dort 500 mit Heat drücken kann, weil dann bin ich tot. Ja, ich mag Goldschützen. Nee, der wäre auch locker durchgekommen mit normaler Munition bei mir. Der hätte kein Gold gebraucht. Warum auch immer er Gold drin hatte. Ich will jetzt eigentlich auch nicht vorfahren. Bin da jetzt nicht so scharf drauf. Ich werde mal versuchen, mich hier nach hier hinten zu verziehen. Ich hoffe noch, bin es nicht zu spät dafür. Wahrscheinlich will ich sogar lieber den langen Weg fahren, wenn da unten noch die Mediums stehen. Sonst kriege ich dann gleich in den Arsch und bin trotzdem tot. Wenn ich hier den kurzen Weg über B8 und so gefahren werde, da, also da rechts einfach lang gefahren wäre. Also eh 1 zu 4. Nicht so toll. Ich müsste halt mit der Munition und der Kanone eigentlich den Leuten irgendwie in den Arsch schießen oder obendrauf, auf jeden Fall auf schwache Panzerung. Dann habe ich auch regelmäßig mal 900 Schaden oder sowas. Du bist ja wahnsinnig motiviert, IS-6. Du bist ja auch tot. Alles klar. Was ist denn das denn? IS-2 hier unten? Gegen T-44. Könnte T-44 theoretisch gewinnen. Er müsste halt nur genug Damage machen. Der macht doch eigentlich viel mehr Schaden, der T-44. Ja, ich kann noch. Nee, ich würde dir ja gerne helfen. Ich kann einfach noch nicht. Es ist noch zu früh. Zu früh. Nein, nicht da reinziehen lassen. Schade. Da haben wir nur knapp getroffen. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 und er ist weg. Toll. T44, das war Bullshit von dir. Komme ich überall nicht ran? Doch, an den komme ich ran. Gegnerfahrzeug ausgeschaltet. Habe ich sogar noch einen Kill gemacht. Oh shit. Oh shit. Fuck, 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 fuck. Hier oben ist ja alles gefallen. 5 zu 10, ey. Das Spiel ist auch 5 gegen 10. Yay, Party. Ich schieß schon erst, wenn ich treffe. Ja, jetzt kommt halt rum und macht mich weg. No damage. Hat er mir nochmal irgendwie auf den Mantel von meiner Kanone getroffen oder sowas? Da ist es, glaube ich, relativ schwer durchzukommen. Ja. Also, dafür, dass ich laut hier war, habe ich, glaube ich, noch das meiste gemacht. Oh, super, ihr seid so toll da unten. Tut mir leid, aber ihr seid so toll da unten. Ihr habt keine Ahnung, wo ihr hin sollt, oder? Was wollt ihr denn dort unten? Achso, ihr habt sogar ein bisschen aufgeräumt dort unten. Okay, ich sag nichts, die haben 4 Kills gemacht.
zu zweit. Leider der Rest des Teams nicht ganz so funktioniert wie sie. Aber die werden jetzt wahrscheinlich noch von allen möglichen Seiten aufgeraucht. Naja. Oder? Kriegen sie den noch? Ah, die Foch gedreht, nice. Aber die ist ein Autolaute zum Beispiel auch. Die kann sehr, sehr schnell schießen. Beziehungsweise hat die eine ganz ekelhafte Frontpanzerung. Schiebt euch gegenseitig weg, wenn ihr im Zug seid. Das ist eine super Idee. Die Focke werden mal drum rumfahren mit den 95 anscheinend. Müsst oben auf das Ding schießen, dann bei der Focke. Dann geht das schon. Genau. Dann kriegt ihr nämlich sogar noch einen Tod. Und bumm. Am X50-100, ey. Ja, der T30 einfach ran. Ja, selbst die beste Panzerung hilft nichts, wenn sie am Arsch stehen. Weil da ist er nicht so gut. Ja, das war ein ziemliches Aufgeraucher von uns. Ich kann kurz meine Wertung sehen. Ja, nicht so geil. Unser 110er haben wir gewonnen. Ja. Lag näher an mir. Dann habe ich natürlich meine 5-Erfahrung ziemlich hart verschwendet. Naja, machen wir noch eine Runde Arti. Vielleicht gewinnt das ja auch. Ist dann halt eine Session mit ziemlich, ziemlich miesen Stats. Oh, endlich mal so ungefähr auf meiner Höhe. Das ist ja schön. Artillerie, das ist auch so ein Glücksfall seit dem Arti-Update. Man schießt einfach so unzuverlässig. Beziehungsweise gerade die, wenn die Mannschaft schlecht ausgebildet ist. Sprich, so die ersten 50 oder je nachdem, wie man anfängt. Also die ersten, bis zu den ersten vollen 100%. Prozent. Ich hab's einen Lispelfehler bekommen. Bis zu den ersten 100% ist es relativ schwierig, zuverlässig in die Mitte zu treffen. Gerade auch mit der Ami-Arti, weil die. Ich finde immer noch relativ flach spielen. Kumpel sagt zwar, es gibt Arti, die viel flacher schießen. Irgendwie die Franzosen wären da wohl so ein Fall. Aber ich kannte halt die Deutschen vorher. Und die hier schießt deutlich flacher als die Deutschen. Dadurch zieht sich natürlich der Einschlagkreis relativ weit auseinander. Und es ist nicht so, wenn du dann sozusagen auf den äußeren Rand deines Einschlagskreises triffst, dass du dann knapp daneben ist und immer noch catchst oder sowas, sondern du bist halt völlig daneben. Hast dann irgendwo hingeschossen, aber nicht da, wo du hin willst. Ich muss mal hier, so, ich will mich da oben. Da, wo sie immer kommen, eins hier. So, da. Kann ich dahin zielen? Kann ich sogar hinzielen? Ja, ich ziehe schon ein. Ich sehe schon ein, dass das da wichtiger ist gerade. Wenn ich nochmal aufdecken könnte, wäre so geil. Ich will jetzt eigentlich nicht blind schießen. Bin nicht so scharf drauf. Tja, ich kann mir jetzt immer wieder hin und her zielen. Ziehe ich halt immer wieder hin und her. Ja, jetzt sind sie unten jemand aufgedeckt. Sehr geil. Ich schieße doch mal blind. Und treffe natürlich nie. Ach Leute, lasst ihr doch aufgedeckt. Oh. Shit, muss ich mich komplett unten drehen. Oh oh, der Black Prince hat ein Problem. Dummerweise stehen dort sogar noch Häuser. Jawoll, ich habe Schaden gemacht. Ich gehe nicht mit Null raus. Yay!
Na, kill ich ihn? Jawohl. Gegnerisches Fahrzeug ausgeschaltet. Moins. Das war der Hide hier da oben. Oh fuck. Der hat schon wieder der nächste. Oh Gott. Shit. Kann ich aber nicht hinschießen durch das Haus, was hier vor mir steht. Da kann ich nicht hinschießen durch die Häuser vor mir. Ist jetzt alle offen, du musst dich dort verpissen, Mann. Ach, Leute. Ich kann dort nie hinwirken, doch da kann ich wieder hinwirken. Zählt da runter oder was? Bleib doch stehen, du blödes Ding. Da kann ich hier nicht mehr hinschießen. Ach ey, als ob er es wüsste. Ehrlich. E25 E2. E25. Du hast irgendwas nicht so realisiert. Okay, es ist deutlich kürzer als ich dachte. Und ich brauche fast nicht mehr vorhalten. Die FV jetzt den Kauf 1 gekillt. Das meine ich mit, ist dann halt nicht knapp daneben. Vorbei ist vorbei. Warum ballert der da eigentlich blind durch die Kante? Ich hasse es, ich hasse es. Ja, muss er nur direkt vor mir stehen. Oder so. Hä? Lol, ist mich verarschen? Kann dort durchschießen. Fick dich. Was steht denn da? Su 85. Und vorbei. Ich habe gerade kein Glück. Ich habe echt kein Glück. Sie war so riesig in meinem Ziel und ich treffe es trotzdem nicht. Ja, es tut mir leid, Leute. War eine ziemliche Mistrunde. Mehr oder weniger auch ein bisschen meinem Team geschuldet. Der Black Prince lebt sogar noch. Aber ich bezweifle mal, dass sie das jetzt noch rausreißen können. Nee. T25 und Black Prince können nicht mehr rausreißen, auch wenn der T25 Top-Tier ist. Der Black Prince sich so dumm einstellt und seine Panzerung nicht benutzt. Das Ding hat mit die fetteste 7er Panzerung, die ich kenne. Ist echt schwer, da frontal durchzukommen, aber er stellt ja immer schön seitlich mit Heck und allem Quatsch hin. Okay, und die Gegner haben echt geil getroffen, wenn ich mal so schaue hier. Warte mal, da, dort auf die Luke. Das ist nämlich der Schwachpunkt. Und tot. Anstatt da einfach mal schießt. Lässt er sich von der Helke draußen nehmen. Och, Leute. Wo bin ich jetzt im Team? Ich bin mittendrin mit einem, nein, mit zwei Treffern. Leute. Naja, tut mir leid, wenn ich mich wieder so aufrege, aber das will nicht in meinen Kopf, warum das immer so sein muss bei meinem Team. Ja, dann wünsche ich euch einen schönen Tag, einen schönen Abend und geht mal raus. Es ist bestimmt schönes Wetter, wenn das Video hier rauskommt. Zumindest bei mir gerade richtig schönes Wetter und ich werde mich dann bestimmt nochmal eine Runde in den Garten setzen und ein Buch lesen. Dankeschön und bis bald.